Hallo und herzlich willkommen. Sie sind hier im Kosmetikstudio Purity in München. Ich bin Gründerin und Inhaberin von Purity, Eva Glöckner, und wir sind jetzt direkt hier im Studio. Und ich möchte Ihnen mitteilen, was jetzt so aktuell wichtig ist. Jetzt ist gleich Frühjahr und Sommer. Die Sonne scheint draußen. Was ist denn wichtig, wenn Licht auf die Haut gelangt? Worauf muss man achten? Ich habe gleich hier unten, können Sie sich anschauen, den Link mit eingefügt über Lichtschutz, wie das genau funktioniert und so weiter, dass Sie ein bisschen Informationen nochmal über die Haut bekommen. Sonst würde das so in die Länge ziehen. Auf jeden Fall ist es total wichtig, die Haut mit einem UVA, man kann sich super merken, UVA macht die Haut alt, UVB macht Sonnenbrand. Also im Sommer so wie im Winter sind die UVA-Strahlen aktiv. Das heißt, immer einen UVA-Schutz tragen das ganze Jahr rum. Und das findet man in der Form eines LIA-Schutzes. Genau, und zwar, was es im Sommer noch mehr zu beachten ist, eben nicht nur das Gesicht, sondern auch Dekolleté, Hände, Arme, an all den Stellen, wo man eben lichtexponiert ist. Das ist man ja im Winter nicht so sehr. Man hat ja immer eine Jacke oder irgendein Pullover und ist bedeckt. Deswegen ganz gut darauf achten, auf alle Stellen, die lichtexponiert sind und die mit einem LIA-Schutz abzudecken. So, jetzt noch eine ganz wichtige Frage. Wann verwendet man einen B-Schutz, einen UVB-Schutz, welches den Sonnenbrand verursacht? Also Sie kennen das wahrscheinlich hier. Hier steht Lichtschutzfaktor 24 auf dieser Creme. Was bedeutet denn Lichtschutzfaktor? Und zwar ganz wichtig zu wissen, ist diese Nummer, die drauf ist, zum Beispiel 24, 30, sei es 100, das bezieht sich immer lediglich, auch wenn UVB und UVA draufsteht, steht hier unten drauf, bezieht sich es lediglich, die Nummer bezieht sich nur auf den UVB-Schutz. Also, wie lange können Sie in der Sonne bleiben, bis Sie einen Sonnenbrand bekommen, sozusagen, bis die Haut gerötet ist? Das kann man auch testen. Die UVA-Strahlung kann man eben nicht testen, weil man hat ja keine Rötung oder so, oder man sieht ja nicht, wie die Haut geschädigt wird. Das sieht man eben schon bei der UVB-Strahlung. Also UVB-Schutz immer dann tragen, wenn die Gefahr ist, einen Sonnenbrand zu bekommen. Das heißt, Sie sind am Strand, in Ihrem Urlaub und sind am Meer oder im Wasser, dann ist ganz, ganz wichtig, natürlich für diese Zeit einen UVB-Schutz zu tragen. Und der Rest der Zeit, eben wo sie jetzt nicht so viel in der Sonne sind, aber trotzdem Licht abbekommen, also das ganze Jahr rum eigentlich, einen LIA-Schutz zu tragen. Das steht hier, LIA. Genau, das ist zum Beispiel jetzt für den ganzen Körper geeignet. Und es gibt auch noch eine Version fürs Gesicht. So, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie können die Tipps gut anwenden und können dann als Resultat eine super schöne Haut entweder erhalten oder bekommen. Für alle weiteren Fragen können Sie mich gerne hier im Purity besuchen. Ich freue mich auf Ihr Feedback und bis bald. Vielen Dank. Tschüss.